selbst Kartoffelgulasch mit Würstel oder wie es in Wien richtig heißt, Alfs Erdäpfelgulasch mit Wurst. Benötigte Zutaten für 4 bis 6 Portionen sind ca. 1,5 Kilo Kartoffeln, 750 Gramm Zwiebel, Knoblauch oder Knoblauchpaste, Paprikapulver, Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran und Wurst. Ich persönlich mische am liebsten Frankfurter und Debreziner Würste. Es kann aber auch Hartwurst wie Dürre verwendet werden oder nur eine Wurstsorte allein. Die erste Arbeit ist das Kleinschneiden des Zwiebels. Eine weitere wichtige Zutat ist natürlich Öl, die wir zum Anrösten des Zwiebels benötigen. Wenn der Zwiebel geschnitten ist, geht es ans langsame Anrösten des Zwiebels. Dazu gebe ich mal kräftig Öl in den Topf. Und den Zwiebel. Der Zwiebel wird jetzt langsam goldbraun geröstet. In der Zwischenzeit, während der Zwiebel langsam dahin röstet, können wir die Kartoffeln bzw. Erdäpfeln schälen. Wir verwenden festkochende Kartoffeln, auch speckige Kartoffeln genannt. Nach den Schälen kommen sie ins kalte Wasser. Die Augen werden natürlich auch sorgfältig entfernt. Ins kalte Wasser geben wir die Kartoffeln deshalb, damit sie nicht braun werden bzw. schwarz. Jetzt schneiden wir die Kartoffeln in möglichst gleich große Stücke und geben sie wieder in kaltes Wasser. Es gibt einen kleinen Trick, damit uns der Zwiebel beim Rösten nicht teilweise anbrennt. Wird dann ein klein wenig, so mit einem 16 Liter Wasser untergießen, lassen dieses Wasser wieder komplett verdunsten und rösten weiter, dann wird unsere Zwiebel wirklich so schön goldbraun, wie wir es haben wollen. Wenn der Zwiebel goldbraun ist, kommt der Knoblauch dazu. Ich verwende da Knoblauchpaste, die Herstellung von Alfs Knoblauchpaste gibt es in einem anderen Video. Die Menge, was ich da reingebe, werden so 4, 5, 10 Knoblauch sein. Auch kurz mitrösten. Wenn man die Knoblauchpaste verwendet, muss man aufpassen, weil das ja ganz fein ist, das brennt dann recht leicht an. Dann machen wir auf einer Seite des Topfs ein Häuferl und geben da den benötigten Paprika dazu, das sind 3 Löffel. Über den Paprika gut umrühren, ganz leicht rösten, aufpassen, dass er nicht anbrennt, wirklich sehr kurz. Und dann gießen wir mit Suppe oder Wasser auf. Ich habe da jetzt noch ein bisschen Suppe, ganz genau einen Gemüsefond, mit dem gieße ich einmal auf. Und dann gebe ich noch Wasser dazu. Das lasse ich jetzt einmal alles zum Kochen bringen. Wenn der Gulaschansatz zum Kochen beginnt, kommen die Kartoffeln dazu. Wir warten jetzt wieder, bis es zum Kochen anfängt.
wenn der Gulaschansatz mit den Kartoffeln zum Kochen beginnt, beginnen wir auch ein wenig mit den Würzen. Wir beginnen mal den Majoran dazu. Bisschen ganzen Kümmel. Und Pfeffer. Alles einmal umrühren und weiter köcheln lassen. Bisschen salzen. Geben wir aber am Schluss natürlich noch ein bisschen mehr Salz dazu beim Abschmecken. Und jetzt lassen wir die Kartoffeln weich kochen. Pro Portion verwenden wir jetzt ein Würstel. Sprich 6 Würstel und das schneiden wir in Stücke. In der Zwischenzeit richte ich mir da so ein bisschen Mehlteigel her. Das ist kaltes Wasser und Mehl. Das Mengenverhältnis ist relativ egal, weil was zu viel ist, gehen wir halt dann weg. Und das wird dann löffelweise zum Binden zu unserem Erdäpfelgulasch hineingegeben. Wichtig ist, dass keine Bröckeln sind und dass es ganz glatt ist. Wenn die Kartoffeln beginnen weich zu werden, kommen die Würsteln dazu. Die lassen wir da so 5 Minuten mitkochen. Und dann können wir schon abbinden. So, jetzt nur mehr das Binden. Geben wir mal ein bisschen was von unserem rein, lassen das kochen und schauen. Mehr brauchen wir noch. Ich glaube, so wird das dann passen. Das müssen wir jetzt auch noch ungefähr eine Minute kochen lassen oder zwei. Noch einmal kurz abschmecken. Ein bisschen frischen Pfeffer noch dazu. Noch einmal umrühren. Können schon anrichten. Wir richten einen Suppenteller an oder ähnlichen, auf jeden Fall schüsselmäßig. Die optimale Zugabe zu einem Erdäpfelgulasch.